Ketchup oder Mayo? Sneaker oder Boots? Atomkraft oder Windkraft? Du hast die Wahl. Auch bei einer so wichtigen Sache wie der Bundestagswahl. Die findet nur alle 4 Jahre statt. Und du kannst dabei mitentscheiden, wer als nächstes unser Land regiert und wichtige Themen voranbringt. Zum Beispiel auch, ob die, die sowieso schon viel Geld haben, höhere Steuern zahlen, um uns allen aus der Corona-Krise zu helfen. Oder ob wir endlich bezahlbaren Wohnraum für alle ermöglichen. Unsere Bundestagswahl ist eine demokratische Wahl. Und damit alles fair läuft, gelten ein paar wichtige Spielregeln. Allgemein bedeutet, dass grundsätzlich jede und jeder Deutsche ab einem Alter von 18 Jahren wählen darf. Unmittelbar heißt, dass man die Kandidierenden direkt wählt und dass zum Beispiel deine Eltern nicht für dich wählen dürfen. Frei bedeutet, dass Wählerinnen und Wähler frei sein müssen in ihrer Wahlentscheidung. Niemand darf auf sie Druck ausüben. Gleich heißt, dass jede Stimme das gleiche Gewicht hat, egal ob jemand arm oder reich, jung oder alt ist. Und geheim bedeutet, dass man niemandem zeigen oder erzählen braucht, wen oder was man gewählt hat. Cool ist auch, dass man bei der Bundestagswahl 2 Stimmen hat. Wozu? Die Erststimme geht an eine Kandidatin oder Kandidaten direkt aus deinem eigenen Wahlkreis. In den 299 Wahlkreisen in ganz Deutschland kommt die Person mit den meisten Stimmen direkt in den Bundestag. Die Zweitstimme ist für deine favorisierte Partei. Diese Stimme entscheidet, wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag aussehen. Und damit auch, wer die Regierung bildet. Am 26. September ist es dann soweit. Du wählst den Bundestag und musst an diese Sachen denken. Check 1. Wahlbenachrichtigung dabei? Check 2. Perso oder Reisepass dabei? Check 3. Zwischen 8 und 18 Uhr ab ins Wahllokal. Wo das ist, steht auf deiner Wahlbenachrichtigung. Wenn du am Wahltag nicht kannst oder wegen Corona lieber zu Hause bleibst, kannst du vor der Wahl auch die Briefwahl beantragen. Wie das geht, steht auf deiner Wahlbenachrichtigung. Die Wahlunterlagen werden dir dann zugeschickt. Dabei ist es aber sehr wichtig, alles korrekt auszufüllen und rechtzeitig zurückzuschicken, damit dein Wahlbrief nicht erst ankommt, wenn die Wahl schon gelaufen ist. Also, du hast die Wahl und kannst am 26. September mitbestimmen, wie es für dich, deine Freunde und deine Familie in unserem Land weitergeht. Mitmachen, mitmischen, mitentscheiden. Friedrich-Ebert-Stiftung.